Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 8 Teil 77. Und wir sind immer noch hier und vielleicht wird das der letzte, vorletzte oder vorvorletzte Teil. Wir wissen es nicht. Woher auch. So. Erstmal verpeilt wegrennen. Funktioniert immer. Na komm. Ich brauche noch ein bisschen Land unter den Füßen. Im Kampf benutzen. Nehmen wir mal schauen, was das bringt. Todesstein. Gesamte Truppe wird unbesiegbar. Das könnte irgendwann mal interessant werden. Thank you.
Ah ja, ich habe nachgeschaut, es ist nicht Ultima Weapon, sondern Omega Weapon, weil das noch stärker hat in der PAL-Version eine feste HP-Anzahl und ein festes Level. Das Lustige ist, in allen anderen Regionalversionen ist es so, dass Omega Weapon das Durchschnittslevel der Truppe hat. In Deutschland und anderen PAL-Bereichen ist es so, dass es tatsächlich Level 100 standardmäßig hat. Warum weiß auch keiner. Und das Witzige ist eigentlich die Anzahl der HP, wo das Viech hat. 1,16 Millionen HP, also da ist man ein bisschen beschäftigt. Dann schon eher anständiges Endgame. Hinter dieser Tür wartet Artemisia. Egal, wir sind bereit, oder ist es noch zu früh? Ich bin bereit. Finde ich aber nett, dass nur vom Spiel nochmal drauf hingewiesen wird.
Sieht. Sieht, sieht. Sieht, sieht, sieht. Wieder dich. Warum kommen sie mir in die Quere? Warum hindern sie mich? Bald wird eine perfekte Zeitkomprimierung eintreten. Ich hab gedacht, die ist schon. Ich werde es nicht dulden, dass man mich daran hindert. Ich werde darin verschlungen. Eure Gedanken werden auseinandergerissen, eure Hoffnungen erbarmungslos zerschlagen. Gefühle und Erinnerungen werden zerrissen. Ich schicke euch in die Welt der Leere. Es gibt nichts, was ihr dagegen... Punkt, Punkt, Punkt. Nein, eines könnt ihr tun. Mich als einzige wahre Existenz verehren. Achso, ja, deswegen... Nun, wer will als Erster? Wer wagt es, mich herauszufordern? Gleichgültig wer? Ich werde die Wahl treffen. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Anscheinend wird tatsächlich von ihr gewählt, wer wann wie kämpft. Warum, weiß ich auch nicht. Toll, wie praktisch. Maelström, das ist nicht gut. Was bedeutet das? Achso.
klar, weil es ja zweimal dann. Ach, Scheiße, ich hab Zauber nicht an. Was ist Bio? Ich hab gedacht, es belebt den auch wieder. Ja, es geht. Was ist das für eine, was ist für dich die absolute Macht? Je stärker dein Wille, desto größer dein Schmerz, okay? Zieht euch meine Macht an, irgendwie sowas. Ui, Edward, von was? Oh, wie ätzend. Geht eigentlich.
Oh, toll. Hätte ich wohl nicht machen sollen. Egal. Ja, da habe ich das Richtige. Bedeutet das mit dem sich wechselnden Hintergrund? Gedächtnisverlust? Davor habt ihr Angst? Zeig ihnen deine wahre Macht, zeig es ihnen, Griefer. Schockpulsar.
Ja, toll. Ah, doch, das bringt zumindest was. Okay, das wird nichts. Ah, das geht. Was passiert jetzt? Mega Potion, ah, Mega Potion war's. Ah, okay. War nicht so, war aber besser, wie nichts. Was? Boah. Okay, egal. Warte mal, ich könnte hier eigentlich drawn und... sind aber alles Sachen, die mir nicht helfen, deswegen...
es macht ein bisschen was. Das war bescheuert, aber egal.
Aha, blendes Schneider hier, das wird nichts. Okay, ich glaube, ich werde das Trauerspiel beenden. Obwohl nicht. Ich schau mal, was passiert. Okay, ich glaube, das war's. Mich interessiert, ob da eine alternative Abspannsequenz kommt. Nö, bloß Game Over. Schade, ein Versuch was wert. Alter, wie lange habe ich da jetzt noch aufgenommen? Naja, aber an dieser Stelle beende ich den Part. Ich werde bis zum nächsten Teil natürlich die Abilities richtig einstellen und alles dementsprechend richtig zuweisen. Das hatte ich irgendwie verpeilt. Ich denke mir so, ah, ja, geht schon. Also, scheiße, ich habe gar keine Zauber aktiviert. Verdammt. Naja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann bis nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann.